Habe die Ehre. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie ich mit Emotionen, speziell Aggressionen, umgehe, die schon lang in mir waren oder sind. Was passiert, wenn ich mich mit denen identifiziere und wie kann ich, komme ich da wieder raus, dass ich in Zukunft ein emotional ruhigeres Leben habe. Kennst du die Situation, dass du an eine Person denkst, in eine Situation kommst, in einen Moment, in ein Treffen, wo irgendein Wort, allein schon ein Wort fällt oder es wird ein Thema angesprochen und es bringt dich sofort auf die Palme und du hast keine Ahnung, was es eigentlich genau der Auslöser war. Erst im Nachhinein, aber dann ist es schon zu spät, weil du die andere Person abgeschreckt hast, du selbst irgendwie ja, komplett außer dir warst und letztlich vielleicht die Beziehung, euer Verhältnis, euer Treffen kaputt gegangen ist, vielleicht auch nur alleine dein Dasein, deine Tätigkeit, weil du irgendwo eine Nachricht bekommen hast von irgendwas, von einem aktuellen politischen Ereignis, Sportevent oder eine private Nachricht, die dich komplett rausgerissen hat und dich aufkochen lässt, dann liegt es daran, dass da irgend noch ein Thema in dir sitzt, mit dem du dich nicht befasst hast. Ein Thema, das dir, ja, das dich zum Brodeln führt, das dich einfach nicht mehr bei dir lässt, das dich aus dem Moment reißt, das dich aus deinem Fluss nimmt. Als würde dich jemand wirklich körperlich aus der Bahn schmeißen. Und bei mir hat es lange Zeit gedauert, dass ich festgestellt habe, woran es lag, dass ich immer sensibel war auf bestimmte Kommentare oder auf schlecht gelaunte Menschen oder dass sie mich Menschen einfach nicht berücksichtigt haben, mich nicht befragt haben, mich außer Acht gelassen haben. Und es hat mich immer runtergezogen. Ich wusste nicht, warum ich traurig war, warum ich verletzt war, was mich einfach enttäuscht hat, weil ich mit dieser immer in dieser Einstellung in Treffen gegangen bin, in Momente, auch in Meetings teilweise, dass ich Leute, ey, ich bin da, ich habe die Antworten auf eure Fragen oder ich hab euch hier was zu sagen, aber keiner hat mir eine Frage gestellt. Letztlich, und was mir auf die Schliche gebracht hat, mal tiefer in mich reinzuschauen, ist ein Gespräch mit einer Klientin, wo es darum ging, was denn ihre Probleme sind oder was ihre Glaubenssätze mit ihrem aktuellen Verhalten zu tun haben oder ihre Erfahrungen, ihre Prägungen mit dem, was sie heute erlebt hat. Und dann sind mir zum ersten Mal Parallelen gekommen, was denn bei mir auch der springende Punkt war, dass sich manche Dinge in meinem Leben nicht so ereignet haben, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Was es letztlich war, dass mich damals mein bester Freund enttäuscht hat, von dem ich erwartet hatte bei einem Zeltlageraufenthalt, dass er sich um mich kümmert, dass wir viel Zeit miteinander verbringen, dass wir Spaß haben und er aber es vorgezogen hat, mit anderen Menschen abzuhängen und mich ignoriert hat. Und das fand ich irgendwie, ja, das fand ich, war ich, war ich, war ich sehr traurig drüber, hat mich sehr enttäuscht. Und es hat sich die ganze Zeit in meinem Leben eigentlich wiederholt, diese Erfahrung, dass ich immer wieder gemacht habe und diesen Fehler, den ich auch immer wieder begangen habe und in dieses emotionale Loch, in das ich mich selber gezerrt habe, wenn ich mit der Einstellung in menschliche Verbindungen gegangen bin und Kontakte, dass doch der andere gefälligst sich für mich zu interessieren hat und ich dadurch ja, erst mir wichtig vorkomme
oder mich dadurch wertgeschätzt fühle. Also ich war praktisch, kurz gesagt, ich war immer außer mir. Was mir sehr geholfen hat und was mich auch wieder rausgeholt hat, dadurch aus dieser Aggressivität letztlich mir gegenüber, aber andererseits auch dem anderen Menschen gegenüber, der mir eigentlich gar nicht wehtun wollte oder vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass er mir wehgetan hat. Auch so war das Ganze klar, kam nämlich dann auch nochmal in meiner Ehe mehrmals vor, dass ich erstmal das ganze Thema verstanden habe, dass ich mir vergeben konnte, weil letztlich geht es nur immer um mich zuerst und um das Verständnis meiner Vergangenheit. Ich konnte der anderen Person dadurch auch vergeben, dass ich mich zum Opfer gemacht habe, dass ich zur Zielscheibe mich selbst gemacht habe, zum Angriffspunkt, den der andere wie ein Hai, der in einem Wasser schwimmt und Blut auf mehrere Kilometer riecht, dass er dann sofort darauf zugeschossen ist und sich da drin verbissen hat, in diesem wunden Punkt, den ich dargestellt habe. Also es geht um das Thema Vergebung, es geht darum, dass man verzeihen kann, dass man es akzeptiert, so wie es ist, die Vergangenheit, dass man diese Aggressionen nicht speichert, sondern bestenfalls auch noch von sich gibt. Nicht körperlich, oder es kann körperlich sein, aber was für mich noch viel wertvoller ist, als zum Beispiel das Ganze durch den Sport rauszulassen, ist über einen Feuerbrief, nennt sich der. Der hat mir sehr geholfen. Das hat sehr viel gebracht, diese Gedanken, diese Energie wegzugeben. Und das ist zur Vergangenheitsbewältigung. Und wenn ich dann auch noch mal mir anschaue, was mir gebracht hat, einen Plan zu haben, eine Ausrichtung in meinem Leben gefunden zu haben, wie ich in Zukunft weitergehe, was ich machen will mit meinem Leben, verdrängt es automatisch das Vergangene und beschwichtigt das Ganze, besänftigt es, weil ich weiß, dass ich jetzt noch was anderes machen kann. Mein Fokus ist auf dem, was noch kommt und nicht was noch war. Ich darf es verstehen, was passiert ist, aber ich darf noch mehr in Kontakt gehen, in emotionalen Kontakt mit dem, was noch sein wird, was noch sein darf, was schon ist, weil ich das Ganze ja schon manifestiert habe. Durch meine Gedanken, durch meine Ausrichtung und durch mein Sein. Wenn dir das Video geholfen hat zum Thema Aggressionen, dann hinterlass mir doch gerne ein Like, schick es an Leute weiter, die aggressiv drauf sind, die nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Du kannst mir auch gerne eine Frage schicken oder kurz in den Kommentar schreiben, wenn du mehr zu dem Feuerbrief wissen willst, wenn du mehr dazu wissen willst, mit welcher Art von Plan ich vorgehe, wie ich damit umgehe, wie ich das Ganze entworfen habe, würde mich freuen, von dir zu hören. In den Kommentaren einfach. Abonniere auch gerne den Kanal und ich freue mich auf dein nächstes Erscheinen in einem kommenden oder vergangenen Video. Ciao.